So, wir treffen uns nun zum dritten Teil von der gehäkelten Kreisjacke-Mandala. Ich habe jetzt auch schon zwei Farbwechsel hinter mir und man sieht schon, wie der Farbton heller wird nach außen hin. Wir haben im Teil 2 die siebte Runde geschlossen. Und kommen also nun zur achten Runde. In der achten Runde kommen zunächst wieder drei Luftmaschen für die Höhe und dann kommen direkt in die erste Masche zwei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Dann kommen vier Luftmaschen. Dann übergeht man mit diesen vier Luftmaschen zwei und häkelt zwischen die folgenden zwei Doppelbüschel wieder ein Büschel. Dann zwei Luftmaschen und zwischen die folgenden zwei Büschel wieder ein Büschel. Das mache ich jetzt erstmal. Also zunächst drei Luftmaschen für die Höhe. Und dann zwei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen genau in das erste Büschel. Nun kommen vier Luftmaschen. Mit diesen vier Luftmaschen übergehe ich diese zwei und häkle zwischen die folgenden zwei Büschel drei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Also drei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Wieder ein Büschel also. Jetzt kommen wieder zwei Luftmaschen und zwischen die folgenden zwei Büschel wieder drei zusammen abgemaschte Doppelbüschel. Drei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen häkeln. Also wieder ein Büschel. So sieht das dann aus. Jetzt bin ich hier. Jetzt kommen drei Luftmaschen. Ein einzelnes Doppelstäbchen, wieder drei Luftmaschen, nochmal ein einzelnes Doppelstäbchen und wieder drei Luftmaschen. Und zwar um diese vier Luftmaschen der siebten Runde. Hier sind sie, die vier Luftmaschen. Ich häkle also zunächst drei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen um die vier Luftmaschen. Dann wieder drei Luftmaschen und nochmals ein Doppelstäbchen um die vier Luftmaschen und wieder drei Luftmaschen. Das sind sie gewesen hier und jetzt kommen wieder ein Büschel zwischen die folgenden zwei Büschel, dann wieder zwei Luftmaschen und ein Büschel zwischen die folgenden zwei Luftmaschen und dann wieder vier Luftmaschen. Dann bin ich quasi wieder am Anfang. Hier habe ich mit einem einzelnen Büschel angefangen, der dann hier auch wieder kommt. Das hier ist ein Mustersatz. Also zwischen die folgenden zwei Büschel kommt wieder ein Büschel aus drei zusammen abgemaschten Doppelstäbchen. Und dann kommen wieder zwei Luftmaschen und nochmals ein Büschel zwischen die folgenden zwei Büschel der Vorreihe.
Und nun kommen 4 Luftmaschen. Und ich übergehe einmal 2 Luftmaschen der Vorreihe und häkle aber dann direkt auf den folgenden Büschel ein Büschel wieder auf. Ich habe also hier den einen einzelnen, dann kommen 2 Büschel, dann kommen 2 einzelne Doppelstäbchen und wieder 2 Büschel. Und hier sind es 4 Luftmaschen, hier 2, hier jeweils 3, 2 Luftmaschen und 4. So, und das wiederhole ich nun ständig, diesen einzelnen Büschel. Nach dem einzelnen Büschel kommen 4 Luftmaschen. Dann übergehe ich 2 Luftmaschen und häkle zwischen die folgenden, um die folgenden 2 Luftmaschen ein Büschel. Dann 2 Luftmaschen und um die folgenden 2 Luftmaschen wieder ein Büschel. Dann 3 Luftmaschen, um die folgenden 4 Luftmaschen, habe ich hier jetzt 3 gehäkelt, ja, 1, 2, 3, um die folgenden 4 Luftmaschen ein Doppelstäbchen, dann wieder 3 Luftmaschen und wieder ein Doppelstäbchen, alles um die 4 Luftmaschen. Und dann 3 Luftmaschen und um zwischen die folgenden 2 Büschel wieder ein Büschel häkeln. Dann 2 Luftmaschen und um die folgenden 2 Büschel wieder ein Büschel. Und dann 4 Luftmaschen. Und dann wiederholt es sich wieder. Man übergeht dann also diese 2 und häkelt genau auf diesen einzelnen einzelnen Büschel. Genau obendrauf. Und von hier bis hier wiederholt ihr jetzt ständig. Bis ihr dann hier kurz vor Rundenschluss der 8. Runde seid und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wir stehen jetzt kurz vor dem Rundenschluss der 8. Runde. Ich habe also hier diese 2 Büschel, das sind diese. Und um die Runde zu schließen, häkle ich nun 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und dann eine Kettmasche in den Büschel der ersten, also in den ersten Büschel der 8. Runde. Also zunächst die 4 Kettmaschen, die 4 Luftmaschen, Entschuldigung, und dann die Kettmasche in den Büschel der 8. Runde in den Anfangsbüschel. So, nun kommt die 9. Runde. Die beginnt mit 1, 2, 3, 4 Luftmaschen für die Höhe.
Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelstäbchen, alles in den ersten Büschel. Dann 3 Luftmaschen und ein Büschel aus 4 Doppelstäbchen zwischen die 2 Büschel der 8. Runde. Dann wieder 3 Luftmaschen und 7 Doppelstäbchen um diese 3 Luftmaschen, die zwischen den 2 einzelnen Doppelstäbchen liegen. Dann 3 Luftmaschen und ein Büschel zwischen die 2 Büschel der 8. Runde. Dann 3 Luftmaschen und 7 Doppelstäbchen auf diesen einzelnen Büschel, die wir auch hier haben. Hier sind es ja im Prinzip auch 7 Doppelstäbchen. Das erste wird durch die Anfangsluftmaschen ersetzt und dann eben 6 weitere. Und nun zunächst 4 Luftmaschen als Ersatz für das erste Doppelstäbchen häkeln und nun in diesen ersten Büschel 6 weitere Doppelstäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann 3 Luftmaschen und dann ein Büschel aus 4 zusammen abgemaschten Doppelstäbchen zwischen die 2 Büschel der Vorreihe, also 4 Stück. Eins, hier kommt ein Knötchen zum Wechseln, zwei, drei, vier. Ich habe also 5 Schlingen und schlinge die zusammen ab. Dann kommen wieder 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich um diese 3 Luftmaschen, die hier zwischen den 2 Doppelstäbchen liegen, insgesamt 7 Doppelstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nun kommen wieder 3 Luftmaschen und ein Büschel aus 4 zusammen abgemaschten Doppelstäbchen zwischen diese 2 Büschel der 8. Runde. Also 3 Luftmaschen und hier dazwischen kommen nun 4 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. 3, 4 und dann wieder 3 Luftmaschen. Und nun kommen die 7 Doppelstäbchen hier auf diesen einzelnen Büschel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und das wiederholt ihr jetzt ständig. Es kommen also jetzt wieder drei Luftmaschen. Dann wieder ein Büschel aus vier zusammen abgemaschten Doppelstäbchen zwischen die zwei Büschel der Vorreihe. Und dann wieder drei Luftmaschen und sieben Doppelstäbchen um diese drei Luftmaschen, die zwischen den zwei einzelnen Doppelstäbchen von der Vorreihe liegen. So wie hier. Hier kommen die sieben um die Luftmaschen und hier kommen die sieben in das einzelne Büschel und dazwischen jeweils ein Büschel aus vier zusammen abgemaschten Doppelstäbchen und stets drei Luftmaschen zwischen den einzelnen Segmenten arbeiten. Das macht ihr rundum und dann zeige ich euch noch, wie man die Runde schließt. So, ich bin nun am Ende der neunten Runde angelangt. Es geht nur noch um den runden Schluss. Der ist wieder einfach. Ich habe hier diesen einzelnen Büschel. Der ist hier. Dann kommen drei Luftmaschen und eine Kettmasche in die vierte Ersatzluftmasche der neunten, der ersten Masche der neunten Reihe. Also 1, 2, 3 Luftmaschen häkeln. Und hier ist die erste, zweite, dritte, vierte Luftmasche. Und in die kommt die Kettmasche rein und dann ist die neunte Runde geschlossen. Es hat auch schon wieder ein neues Knötchen angefangen. Ihr seht, wie die Farbverteilung nun immer heller wird. Ich messe mal noch das Ganze aus. Ich habe jetzt einen Durchmesser von 6, liegt etwas oval, einen Durchmesser von 50 cm circa. Für die kleinste Größe fangen jetzt dann die Armausschnitte an und für die größeren Größe kommt jeweils noch eine oder zwei Runden drauf. Das erkläre ich dann im vierten Teil. Ich möchte nochmals auf die Links verweisen, die ihr unter dem Video seht. Dort findet ihr den Link zur schriftlichen Anleitung und aber auch zu unserer Facebook-Gruppe Wooly Hacks. Dort treffen sich die Mitglieder, um gemeinsam zu häkeln, zu stricken, zu nadeln allgemein, alles was mit Wolle machbar ist. Und schaut einfach mal vorbei. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.